Hallo Aktienfreunde, jetzt im Sicherheitscheck Microsoft. Gleich erfahrt ihr, wie viele Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos analysiere ich dann, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also, die Firma ist in der Technologiebranche tätig und die Dividendenrendite der Aktie beträgt aktuell ca. 0,7%. So, bevor es losgeht, noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium. Hat die Aktie einen hohen Börsenwert und kommt aus einem wirtschaftlich starken Land? Also die Aktie kommt aus den USA und hat aktuell einen Börsenwert von ca. 2,8 Billionen Euro. Und damit ist beides erfüllt und das gibt mir einen vollen Punkt. Das zweite Kriterium, hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Also in den letzten 10 Jahren ist die Dividende unterm Strich angestiegen und zwar von 1,07 auf 2,66 US-Dollar je Aktie. Und in diesem Zeitraum gab es auch keine einzige Dividendenkürzung, deshalb gebe ich hier auch einen vollen Punkt. Das dritte Kriterium, wie groß wäre der größte zwischenzeitliche Kursrückschlag seit der Finanzkrise? Also in der Finanzkrise hat die Aktie ca. 59% an Wert verloren und seitdem keinen größeren Kurseinbruch mehr erlitten als damals. Und hier gibt es von mir keinen Punkt. Das vierte Kriterium, wie hat sich der Kurs der Aktie in den vergangenen 10 Jahren entwickelt? Und hier die Aktie nach aktuellem Stand in den letzten 10 Jahren ca. 963% zugelegt. Und das ist wirklich eine sehr, sehr gute Kursperformance, würde ich sagen. Daher vergebe ich hier einen vollen Punkt. Das fünfte Kriterium, wie hoch ist die Schuldenquote? Und die lag im letzten abgelaufenen Geschäftsjahr bei ca. 50%. Damit haben wir eine Eigenkapitalquote von ebenfalls ca. 50%. Und das ist ein sehr guter Wert, würde ich sagen. Daher vergebe ich hier erneut einen ganzen Punkt. Das sechste Kriterium, wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im nächsten Geschäftsjahr? Also in 2022 gab es hier einen Gewinn je Aktie von 9,65 US-Dollar. Der ist dann im letzten Geschäftsjahr leicht angestiegen auf 9,68 US-Dollar je Aktie. Und auch für die Zukunft erwarten die Analysten momentan einen Anstieg und zwar auf 11,7 US-Dollar je Aktie. So zumindest die aktuellen Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr 2024. Und daher vergebe ich hier einen ganzen Punkt. Das letzte Kriterium, liegt das aktuelle KGV 130 und ist damit die Aktie vermutlich nicht zu teuer? Also das aktuelle KGV auf Basis der Gewinnschätzung für das Jahr 2024 liegt momentan bei ca. 33 und damit oberhalb der 30er-Marke. Deshalb vergebe ich hier keinen Punkt. Und damit kommen wir dann zum Gesamtergebnis und hier holt Microsoft in meinem Sicherheitscheck insgesamt unterm Strich 5 Punkte von 7 maximal möglichen Punkten. Und in meiner Sicherheitscheck landet die Aktie damit auf der zweitbesten Stufe. So, dann kommen wir jetzt zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in 2024 bei meinem Sicherheitscheck. Und hier landet Microsoft momentan mit den 5 erreichten Punkten hier auf dem 5. Platz. Also hier werde ich die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und auf die Seite, wo ihr es seht, kommt ihr übrigens, wenn ihr direkt auf den Link unterhalb des Videos klickt. So, dann zum Schluss analysiere ich noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Das mache ich wie immer im Aktienfinder. Und wenn ihr euch übrigens dieses nützliche Aktienanalyse-Tool mal näher anschauen wollt, dann findet ihr dazu auch einen Link unter dem Video. So, und jetzt in der Grafik zum fairen Wert hier im Aktienfinder seht ihr zum einen mal den Kursverlauf der Microsoft-Aktie von ca. 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme. Und das ist der 19. März 2024 vor US-Börsenöffnung und dann haben wir noch hier die gestrichelte Linie, das ist der Verlauf des fairen Werts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und jetzt können wir ja sehen, dass aktueller Kurs momentan oberhalb der gestrichelten Linie verläuft, also scheint die Aktie momentan zumindest überbewertet zu sein, zumindest im Vergleich zum fairen Wert bereinigt. So, das war es dann noch wieder mal mit diesem Video und hier zum Schluss der Hinweis, mein Check gibt nur eine persönliche Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien und diese Einschätzung, die kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.